Denn ich möchte heute nicht das Allgemeine sagen über das Beten, was euch klar ist, sondern ich möchte etwas herausheben, was uns vielleicht verloren gegangen ist. In einer Zeit, wo das Gebet sehr wesentlich geworden ist. Ihr habt es mitbekommen, Deutschland betet. Hunderttausende verbunden durch Medien und all dieses. Deutschland betet. Wir sprechen davon, die Kraft des Gebetes zu erfahren. Und weil die Not so groß ist, scheint es, als wenn nun alle aufgefordert sind, du musst beten, da hilft nur noch beten oder irgend so etwas. Das führt uns dazu, dass das Gebet eine besondere Stellung gewinnt. Und deswegen müssen wir nochmal neu darüber nachdenken. Und wir wollen uns leiten lassen von dem Wort Jesu, was ihr findet in Matthäus 6. Es ist ja die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt sagt Jesus eine ganze Menge zum Beten. Und ich will an dieser Stelle nur etwas herausheben, ohne das andere schlecht zu machen. Ich will gar nicht darüber reden, wie das mit der Gebetsgemeinschaft ist, wo zwei oder drei oder die Inhalte des Gebetes, sondern es geht um ganz und gar äußerliche Dinge, die aber unbedingt mit dem Glauben verbunden sind. Denn unser Thema ist ja Beten als eine Aktion des Glaubens. Etwas, was wir tun, damit unser Tun des Glaubens dadurch gestärkt wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 5 bis 7 folgendes. Er sagt, betet nicht wie die Heuchler. Sie beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben ihren Lohn schon dahin, sich selber ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel. Denn euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Soweit die Worte, die uns leiten sollen bei unserem Nachdenken jetzt. Aktion des Glaubens beten. Halten wir uns nicht an schlechten Beispielen auf, die hier für das Leben ja nicht hilfreich sind. Es gibt zu viele Menschen, die uns erklären, wie es nicht geht. Wir wollen heute sehen, wie wir beten sollen. Die Jünger sollen es lernen, denn wir wissen es nicht. Wir beten so, weil wir Vorbilder des Gebetes haben. Wir werden dazu angeleitet und wir beten so, wie es andere uns zeigen. Nicht umsonst klingt das in einer üblichen Gebetsgemeinschaft schon relativ ähnlich, wenn Leute beten. Das ist so derselbe Klang, gedrückte Stimmung, man schaut nach unten, es ist eher leise, was man spricht, vielleicht auch eher unhörbar. Es geht darum, dass wir unser Vorbild ändern und uns zu Jesus aufmachen, uns von ihm leiten lassen. Und das sind die Lektionen, eine erste. Jesus sagt den Jüngern, ungesehen. Ungesehen, geh in dein Zimmer. Die Jünger waren nicht im Hotel untergebracht, wir wissen, das Bild, was Jesus hier nützt, ist schon ungewöhnlich. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Denn das waren die Vorbilder. Die Vorbilder waren die bekannten frommen Größen damaliger Zeit, die beteten an der Straßenecke. Das ist ja da, wo man am allerbesten gesehen wird, aus allen Richtungen. Ja, so zwei Straßen, da stellt man sich so auf die Ecke, sorgt dafür, dass einen jeder sehen kann. Da waren die Vorbilder der jüdischen Gemeinde unterwegs. Pharisäer nannte man sie auch.
tut nichts zur Sache. Und sie meinten es ja gut und ernst. In ihren heiligen Gewändern, mit großartigen Gesten und furchtbar laut. So haben sie gebetet. Die anderen im Tempel, auch dafür gibt es ja das Beispiel von dem Pharisäer und dem Zöllner, ihr kennt das, der Pharisäer vorne laut betend, danke Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Das kennen wir. Auch wir haben Vorbilder. Auch uns wird gezeigt, wie wir öffentlich beten können. Und die Sache ist ja, man kann das so machen. Jesus sagt ja nicht, dass das schlecht ist, aber es gibt noch was Besseres und darum geht es. Also versteht mich richtig, ich bin hier nicht gegen Formen des Gebetes, ganz gleich, wie sie aussehen. Ich möchte euch zeigen, da gibt es etwas ganz Besonderes und das steht im Zusammenhang zu dem Glauben, den wir fördern wollen in unserem Leben. Jesus empfiehlt, geh in dein Zimmer. Und jetzt denkt ihr natürlich wieder falsch, wenn ihr an eure Wohnung denkt, mit den schönen Türen, Schlössern und so, ne? Den einzelnen Zimmerchen, wo man die Kinder hinschickt, wenn sie sich nicht benommen haben. Nee, es geht um was anderes. Die damalige Wohnung war eine Einraumwohnung. Das Haus hatte nicht viel. Es gab einen Eingang, es gab kleine Fensterchen, so, ne? Und wenn es gut ging, dann hatte dieser Raum irgendwo noch angeklatscht in der Mitte so ein kleines Zimmerchen, so, wir würden heute sagen, eine Abstellkammer, so eine Rumpelkammer. Da stellt man das rein, was man nicht immer sehen will. Vielleicht die Vorräte, vielleicht das besonders Wichtige. In dem Raum gab es eigentlich kein Fenster. Und deswegen denkt ruhig an die schlechte Luft da drin, genau, darum geht es. Ein Raum, den wir eigentlich nicht freiwillig betreten würden. Jesus sagt, geh doch in so einen Raum. Warum schickt er uns dahin? Ganz einfach, er möchte die Öffentlichkeit ausschließen. Es geht nicht um Follower und Likes und Leute, die das gut finden, sich auch einschalten und die Klickraten nach oben bringen, sondern es geht um deinen Glauben. Und den kannst du beweisen vor Gott und der Welt, indem du dich in dein Zimmerchen zurückziehst. Und dann bist du da ganz alleine und sonst keiner. Du, dein Glaube, dein Gebet und der lebendige Gott. Darum geht es. Wir müssen also nicht hergehen und unsere Häuser neu bauen nach christlichem Vorbild, wie der Herr Jesus das will, sondern es geht darum, dass wir anders beten. Wenn wir beten, dann brauchen wir kein Publikum. Es ist natürlich jetzt schwierig, weil wir in der Gemeinde ja sind und natürlich beten wir zusammen, keine Frage. Aber unseren Glauben fördern wir am günstigsten dazu, wenn wir alleine mit Gott sind und es ihm sagen. Natürlich liegt ein Segen auf dem gemeinsamen Gebet nach Matthäus 18, Vers 19, wo zwei oder drei zusammen sind. Keine Frage. Aber es geht hier um deinen Glauben. Dein Glaube und dein Gebet. Und dazu gehört die private Sphäre. Wie sollen wir das verstehen? Ich will ein Beispiel geben, was uns allen bewusst ist. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört. Eine Glaubensmission. Die Marburger Mission war auch einmal eine Glaubensmission. Entstanden ist das Wort so 1900, 1910, als die Mission wieder neu auf Fahrt aufnahm durch die verschiedenen Jugendkongresse, was es so alles gab. Es entwickelte sich die Glaubensmission. Und die hat ihren Ursprung eigentlich so ungefähr bei Georg Müller. Nun, Georg Müller solltet ihr kennen, falls ihr ihn noch nicht betrachtet habt, ist wirklich lohnenswert. Das war der Waisenhausvater von Bristol, der jeden Tag seine 1000 Kinder versorgt hat. Und der hat sich gesagt, ich bete. Und dann soll Gott mal machen. Der hat keinen Brief an die Freunde geschickt, der hat nicht die Regierung gefragt, der hat nicht hin und her gejammert, was ihm noch alles fehlt, der hat gebetet und das war's.
Das war das Vorbild für die Glaubensmission. Hudson Taylor war so ein Urgestein, was dafür sorgte, dass diese Missionen nie übers Geld sprachen. Über Geld sprach man nicht, weil man daran glaubte, dass Gott versorgt. Geh in dein Zimmer, sag's ihm da. Jetzt sage ich euch mal, wie wir das heute machen. Also wir haben in Ohoff ein Tagungscenter, das Dach ist undicht, der Geschäftsführer steht vor euch und erzählt euch, wir brauchen jetzt eigentlich ein neues, kostet 150.000 Euro, nächstes Jahr wollen wir anfangen, betet doch dafür, dass Gott uns das Geld schickt. Das kann man ja machen, ist auch nicht verboten. Ob das glaubensvoll ist? Ich könnte auch in mein Zimmer gehen und dieses vor Gott ausbreiten und ihm sagen, Gott, du weißt, es regnet bald durch. Jetzt musst du was machen. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich müsste ja gar keinem was sagen, nicht mal dem Vorstand. Mal gucken, wie Gott dieses Elend lösen wird. Merkt ihr, dass da ein Unterschied ist? Und darum geht es. Jesus schickt uns in ein Zimmer und sagt, bete doch da, weil dieses qualifiziert deinen Glauben. Denn da ist dann ganz klar, kein Mensch wusste, was du gebetet hast. Und es hat sich wunderbar erfüllt, wie wir das ja auch in unserem Zeugnis gehört haben. Deswegen ungesehen beten. Es liegt ein Segen darauf, sagt Jesus. Das ist eine gute Sache, wenn du das wieder neu aufnimmst. Dein Glaube wird gestärkt, wenn du in ein Zimmer gehst, um zu beten. Ein zweites liegt in diesem Text verborgen, und das ist die Kürze, die wenigen Worte. Ich will hier nicht über die negativen Teile des Textes sprechen, sondern es geht eigentlich um dieses Gott weiß. Du brauchst es ihm nicht sagen. Er kennt deine Worte, ehe du sie gesprochen hast. Auch hier merken wir, dass wir in Zeiten leben, wo Worte uns überrollen. Irgendwie hat immer jemand was zu erzählen und nicht nur Zeitung, Radio und sonst was. Alles ist voll von vielen Worten und wir verstehen das ja auch, dass manche Menschen gerne etwas erzählen. Sollen sie ja auch. Warum nicht? Und so kann man auch Gott etwas erzählen. Gott hat ja kein Zeitproblem. Ist ja nicht so, dass wir ihm nicht alles sagen können, was unser Herz so bedrängt. Er legt ja die Worte nicht auf die Goldwaage. Unsere Redezeit ist nicht bei ihm beschränkt und wir müssen auch keine Nummer ziehen, um dran zu kommen wie auf dem Amt. Nein, Gott liebt dich und er will dich hören, ganz klar. Und doch geht es hier um die wenigen Worte. Wir wollen und sollen uns kurz fassen. Denn der Unglaube ist das Theaterspiel. Die vielen Worte. Denn der Sinn der vielen Worte ist, dass ich den anderen damit noch überzeugen kann. Solange mein Zuhörer mir zuhört, kann ich noch mal nachlegen. Ja? Und wenn ich merke, er zuckt schon, dann kann ich noch ein paar Argumente bringen und früher oder später habe ich ihn weich geredet. Das ist ja auch die Idee, die Jesus uns hier mitgibt. Wir können mit Worten beeinflussen und manipulieren. Es lässt sich was bewegen. Deswegen geht ja auch manche Sitzung so lang, weil viele Worte viel überzeugen wollen. Jesus sagt, es ist ganz anders. Gott kennt dich, dein Leben, deine Freunde, deine Feinde, dein Gestern, heute und dein Morgen, die nächsten 10 Jahre. Gott sieht dich schon auf dem Weg und hat auch schon eine Vorahnung, was du so eigentlich willst und wie die Not sein wird. Jesus macht klar, der Vater im Himmel weiß das alles schon. Die Frage ist, wie kommen wir zu wenigen Worten? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenige Worte sind eine klare Entscheidung. Ich habe zurückgeblättert, in der Bergpredigt findet ihr es auch. Jesus sagt, sag ja oder nein. Man kann auch sagen, sag einfach, was du willst. Sag's mit 3 Sätzen, mit 5 Worten, sag's doch einfach. Hör auf rumzueiern, dieses sowohl als auch, man weiß ja nicht und könnte ja und so. Sag einfach. Sag Gott, das ist es oder jenes, benenne es und dann ist gut. Wenn wir uns entschieden haben, dann können wir auch kurz reden. Dann ist es klar. Ich mache das jetzt.
brauche ich keine vielen Worte für. Kürze kommt in so Gebet hinein, wenn wir entschieden vor Gott auftreten, wenn wir für eine Sache stehen, wenn wir bereit sind für das, was uns vor Augen steht. Das bringt die Kürze in unser Gebet. Wenn wir selber nicht wissen, dann debattieren wir über 27 Möglichkeiten, aber kommen eigentlich nicht in den Quark, weil wir ja ein Sowohl-als-auch-Verhältnis haben. Wir kommen vom Zweifel letzte Woche oder so. Es geht darum, sich zu entscheiden. Tritt vor Gott in deinem Gebet, sag's ihm mit wenigen Worten und wenn du ihm nur sagst, Vater, dann ist das schon gut. Du brauchst nicht viel sagen, Gott kennt dich. Aber er möchte gerne wissen, wie du dazu stehst. Das macht das Gebet kurz. Bis hierhin waren die beiden Elemente aus diesem Text eher einfach für mich im Durchdenken euch auch zu erzählen. Die Frage, in das Zimmer zu gehen und die Frage, es eben auch kurz zu machen. Jetzt kommt es zu etwas Schwierigerem. Und das hat etwas mit unseren Gebetserhörungen zu tun. Und da möchte ich gleich noch einmal sagen, ich möchte sie ja nicht schlecht machen. Aber ich möchte euch etwas zeigen, was der Herr Jesus uns hier zeigt. Es geht darum, lohnend zu beten. Wir bestürmen den lebendigen Gott mit unseren Gebeten deswegen, weil wir etwas erbitten. Und das ist gut und richtig. Und das Zeugnis von dir, Magdalena, hat es uns gezeigt. Ja, das sind wir und das erleben wir und dafür sind wir Gott dankbar. Wir bitten und Gott kann helfen. Er kann Krebs heilen, er kann eine Arbeit vermitteln, vor Unfällen bewahren, Kinder schenken, Frieden stiften, Katastrophen mildern, Kriege beenden. Gott kann Verlorene retten, Süchtige befreien, Hungrige sättigen. Gott kann das alles. Und da zweifeln wir kein bisschen daran. Und deswegen ist eine Gebetserhörung auch nicht unbedingt eine Förderung des Glaubens. Denn der Glaube sagt, Gott kann das. Ob ich das jetzt erlebe oder nicht, was ist der Unterschied? Die Gebetserhörung ist es nicht. Es geht hier um die Frage des Lohns. Was haben die Leute davon, sagt Jesus, dass sie an der Ecke stehen mit erhobenen Händen, laut beten in ihren tollen Gewändern. Was haben sie davon? Und dann erklärt er, sie haben ja schon ihren Lohn bekommen. Die Rechnung ist beglichen. Gott hat ihnen eine Show gegeben, alle sind zufrieden, sie gehen nach Hause, die Sache ist vorbei, bedeutungslos. Das brachte mich zum Nachdenken. Wenn wir also im Kämmerchen beten, wenn wir Gott unsere Sorgen sagen und von ihm etwas erwarten, was ist der Lohn? Wollen wir wirklich sagen, der Lohn ist die Gebetserhörung? Dann wird Jesus sagen, das ist ja eine billige Nummer, nicht? Gott erhöht ein Gebet und alles ist bezahlt, fertig, können wir vergessen. Gebete werden erhört, das ist keine Frage. Das geschieht, das wissen wir. Aber der Lohn muss noch etwas anderes sein. Und ich glaube, an dieser Stelle sind wir mit zu wenig zufrieden. Zu wenig in dem Sinne, wir schauen darauf, dass es funktioniert und dann haken wir es ab und dann ist es durch und wir denken nicht drüber weiter nach. Es fördert unseren Glauben nicht. Der Lohn. Ganz praktisch. Lasst uns mal nach Hannover fahren. Hannover und mit dem Auto unterwegs ist ja spannend. Der Doktor, zu dem ihr müsst, hat euch einen Termin gegeben. Ihr seid mit dem Auto unterwegs. Wie wir das so machen, nicht? Ja, und ich sehe euch im Auto sitzen und ihr fangt an zu schwitzen. Denn irgendwie ist es ja immer gleich, ne? Ihr seid zu spät dran, es sind zu viele Leute auf der Straße und die Zeit verrennt. Ja, und so kommt ihr schon ein bisschen hibbelig da in der Straße an. Gut. Jetzt beginnt das, was immer beginnt, nämlich die Parkplatzsuche. Das ist ja immer eine spannende Geschichte. Wir wissen alle, fahr nicht nach Hannover, gibt es eh keinen Parkplatz, mach irgendwas anderes, aber nicht das. Also, wir fahren und suchen einen Parkplatz und während wir das tun, beten wir, Herr, schenk mir einen Parkplatz. Machen wir doch so, oder? Ist auch gut, kann man ja machen. Ist nichts Böses. Aber wir fahren ums Karree, nicht? Und man kann ja da öfters fahren. So.
Ich habe mir überlegt, wie sieht das eigentlich der lebendige Gott? Der sitzt da im Himmel auf seinem Thron, Jesus daneben, schauen da runter und sehen dich da im Auto, hören das Gebet, schenkt mir einen Parkplatz. Was soll er jetzt eigentlich machen? Soll er sagen, Erzengel Gabriel, da unten ist Not, ja, also flieg mal hin und düs mal und dann berede mal die Leute, dass dieser Parkplatz für die, oder wie stellt ihr das vor? Ja, was soll Gott machen? Ich hatte meine Zweifel, als ich soweit da. Ich dachte, der liebe Gott guckt sich das an und dann wird ein Parkplatz frei, weil irgendein netter Mensch fährt halt weg. Ist ja jetzt nichts Besonderes, passiert eigentlich jeden Tag da, dass mal jemand einen Parkplatz räumt. Ne? Aber ihr seht ihn und sagt, oh, ein Parkplatz, danke Gott, wunderbar. Und Gott betrachtet das und denkt sich, was ist das für ein Glaube? Ja, hier geht es nicht um die Frage des Gebetes, wir können so beten, sondern hier geht es um die Frage des Glaubens. Wie fördert diese Aktion den Glauben und was ist der Lohn? Ist der Lohn nun wirklich der gefundene Parkplatz? Und wenn das so wäre, welche Bedeutung hat dieser Lohn 10 Jahre später? Ob ihr das überhaupt noch wisst? Wahrscheinlich nicht. Ist völlig vorbei, oder? Wir denken doch keine Sekunde mehr darüber nach, dass wir irgendwann vor 20 Jahren mal einen Parkplatz suchten und Gott hat geholfen und fanden ihn und all dieses. Es ist eigentlich nebensächlich. Und dann erscheinen wir vor dem lebendigen Gott. Und er sieht uns. An was soll er jetzt denken? An den Parkplatz? Oder soll er uns kennen als einen treuen Knecht, der im Glauben sich an Gott gewandt hat und sein Leben in seine Hand gelegt hat? Und er sagt zu ihm, treu warst du gewesen, im Gebet hast du es mir gesagt, wunderbar, geh ein zu meiner Freude. Da geht es doch nicht darum, um wie viele Gebete wir erhört bekommen haben, oder? Sondern es geht darum, wie wir im Glauben zu ihm gestanden sind. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es nicht möglich. Gott kannst du nicht gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Da steht nichts von Gebetserhörung. Da steht etwas von aufrichtig suchen. Wir wenden uns an den lebendigen Gott, weil wir glauben, dass er uns hört und unsere Schritte lenkt. Und es ist wunderbar, was er tut, keine Frage. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist und bleibt der lebendige Gott und nicht der Parkplatz. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass wir oft in der Versuchung stehen, diesen Glauben zu beweisen mit unseren Gebetserhörungen und hier etwas in den Mittelpunkt stellen, was eigentlich eher an den Rand gehört. Im Mittelpunkt steht der lebendige Gott. Es ist der Glaube, der sich dann auch im Beten zeigt. Deswegen gehen wir in unser Zimmer, keiner sieht uns, wenn wir beten. Deswegen versuchen wir mit wenig Worten das Wesentliche zu sagen. Und deswegen suchen wir Gott glaubensvoll, um dann die Verheißung Jesu zu hören, dass Gott das anerkennt. Das ist der Lohn. Ihr merkt, darum ging es mir heute Abend, diese Elemente des Gebets euch auch nochmal neu zu zeigen. In Ergänzung zu all dem, was ihr schon wisst und tut, soll es euch ermutigen, im Glauben gestärkt zu werden. Amen. Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir haben viel über das Beten nachgedacht. Danke für dein Wort, das uns in alle Wahrheit leitet. Danke für Jesus, der uns mit neuen Wegen bekannt macht. Herr, vergib, wo wir das nicht beachtet haben. Stärke doch unseren Glauben durch das Neue, was wir heute Abend gesehen haben. Begegne jedem Einzelnen, der dies jetzt gehört hat, aufgenommen hat und tun möchte, begegne jedem Einzelnen und schenke doch, dass wir es lernen, dir mehr zu vertrauen. Herr, wir suchen dich. Und glaubensvoll wollen wir dich in die Mitte stellen und nicht unsere Probleme, nicht unsere Erwartungen, nicht unsere Hoffnungen, sondern dich. Danke, dass wir dich
sehen dürfen vor Augen und dass wir dich erwarten dürfen und auf dich zugehen dürfen. Inmitten von all den Fragen, die wir haben, kommen wir zu dir und loben dich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.